Hallo und herzlich willkommen auf Schloss Kaltenberg. Hier fand vor kurzem das Puls Open Air 2019 statt. Mit mehr als 60 Bands, Hip-Hop-Acts, Singer, Songwriter und DJs. Und eines meiner absoluten Highlights war das Konzert von diesen Jungs hier. Die Giant Rooks sind die deutsche Indie-Band der Stunde. Die fünf Jungs kommen eigentlich aus Hamm, leben aber mittlerweile in Berlin. Und vor kurzem haben sie ihre dritte Studio-EP veröffentlicht und eine fette Tour gespielt, unter anderem als Vorband von An Mai Kantereit. Ich habe sie damals bei dieser Tour auf ihrem Stopp in Bamberg getroffen. Ihr seid gerade aktuell mit An Mai Kantereit unterwegs. Hier yes. Erstmal ganz straight up, wie läuft's? Mega krass, also es ist mega, unglaublich krass. Also das sind so viele Leute, die da jeden Abend vor der Bühne stehen. Ich würde sogar so weit gehen, dass es die geilste Tour ist, auf der wir je gespielt haben. Ja? Ja, okay. Gesagt. Also es ist, man kann dieses Gefühl nicht beschreiben und ich glaube, wir checken das selber gerade auch noch nicht so richtig. Es ist sehr überwältigend und sehr intensiv und sehr schön. Ich habe das auf der Bühne teilweise gar nicht so sehr geschnallt, aber dann später, wenn mir dann die Fotos gezeigt wurden von unserem Tourfotografen, dann habe ich erst so, wow, okay, ja, krass, sind das so viele Leute so. Hier in dieser Arena beim Puls Open Air haben die Giant Rooks auch vor mehreren tausend Leuten gespielt und waren selber geflasht, wie krass sie abgefeiert wurden, quasi von der ersten Sekunde an. In our culture. We are told that if we're beautiful, if we're skinny, if we're successful, famous, if we fit in, if everyone loves us, that we'll be happy. But that's not entirely true. And this is what I'm talking about, basically. Spirits on the run. Mouth pills of 100 milligrams. Come on. Once in a lifetime, I flip the coin. Cause the way that we go is the way we already know. Are you waiting? Are you waiting? Are you waiting? Oh, oh, oh. Morning comes and I'm gonna see it when my spirit's on the run. Now it's pills of 100 milligram. Pixels fade slowly, erase. My mind is a low tide in your dreams. I put you out to sea. It's nothing to deny. I. Once in a lifetime, I flip the coin. Cause the way that we go is the way. There was you, there was me. And I understood you might end in a dark sea. Once in a lifetime I flip the coin. Cause the way that we go is the way we already know. Are you waiting? Once in a lifetime, I flip the coin. 'Cause wherever we go,
There's a place we already know. Are you waiting? Are you waiting? Are you waiting? Cause the way that we go is a way that we already know. Rooks. Breath can bring thunder. They say it ain't true. I'm moving close to the edge. I wanna see a place of wonder. And if I can't find it, I'll pray to seek somewhere else. Say it ain't true, I'm moving close to the edge. I wanna see a place of wonder, dear. And if I can't find it, I'll pay to seek somewhere else. Couldn't feel right with the absence of a claim. Shake up each other, I went right down. Couldn't feel right with the absence of a claim. Shake up each other. Where am I now? Claim. Shake up each other, I went right down. Couldn't feel right with the absence of a claim. Shake up each other, where am I now? Alone.
Nothing's for certain, rain's blown in the curtain. It feels like I have finally lost control. And I see the lightning, no distance is rising. Feels like I have finally lost control.
geht ab, Puls auf mehr. Seid ihr gut drauf? Ey, vielen Dank für den warmen Empfang. Wir sind Giant Rooks. Wir sind unfassbar froh, heute hier zu sein. Seit 6 Wochen ungefähr auf Tour. Und das hier heute ist zum ersten Mal in diesem Jahr ein Open-Air-Festival. Und ihr seid alle am Start, ey, es ist mega voll. Vielen, vielen Dank dafür. Dankeschön. King Thinking. You might guess I'm thinking, but I'm only blinking. Can't be your cornerstone, I'm more like crumbling stone. You're in the hospital and I want you to leave soon. So why should I stay here? Why should I stay? Thinking, blinking.
Dankeschön, vielen Dank. Dankeschön. Der nächste Song ist von unserer Debüt-EP, die wir vor ungefähr 5 Jahren geschrieben haben. Und am Ende gibt es ja so einen Mitsing-Part, wo wir euch alle brauchen. Und das ist auch eigentlich total einfach. Also es geht einfach nur wo, ho, 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 die ganze Zeit. Ich zähle euch ein, singt so laut mit, wie ihr könnt. Der nächste Song heißt Chapels. Dankeschön. 1, 2, 3, 4. When I'm shivering in the morning, dusty again, then I slip the bread and give it to the doves. They are fluttering around me at the old marketplace, and I worship somehow when we're thinking out loud. What's the chapel of mine, I begged you, as we walked the brown meadows. All colors were much more intense, cause it rained before. And the chapels are now a moment in sight. A multi-twine that I need to define, so that I could see its touches, structures. Thought that you when I'm shivering in the morning, dusty again, then I flip the bread and give it to the doves. Woo! They are fluttering around me at the old marketplace, and I worship somehow when we're thinking out loud. Come on. What's the chapel of mine, I begged you, as we walked the brown meadows. Oh, all colors were much more intense, kissy green before. What's the chapel of mine, I begged you, as we walked the brown meadows. Oh, no. All colors were much more intense, kissy green before. Woo! But not enough time, live a satisfying life on it. And well, common sense is gone, people won't, and shepherds for their own. And you believe to be on an unfaded ship, but not enough time, live a satisfying life on it. And well, common sense is gone, people won't, and shepherds for their own. Well, common sense is gone, people want the chapels for their own. And well, common sense is gone, people want the chapels for their own. And well, common sense is gone, people want the chapels for their own. Thank you.
and love. And love. And love. Puts on no arm and in sight. I'm multi entwined, that's a need to define. Woo! So that I could see and stop distractions. Come on, Puls, on that. And the chips on no arm and in sight. I'm that I need to be fine, so that I can see if thoughts is distractions. Sing it. And oh, 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 oh. Come. And oh, 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 oh. Amen. Ey, nimm mal alle Leute, die sitzen, okay? Giant Rooks live beim Puls Open Air 2019. Die fünf Jungs aus Hamm haben im Frühjahr 2019 schon eine große Europatour gespielt. Unter anderem ein paar Konzerte in England. Bei unserem Newcomer-Format Startrampe haben wir sie dort in Manchester besucht. Und ich war total beeindruckt, wie souverän die Jungs dort abgeliefert haben. Because my hand is with just behind me, sunshine, sunshine, my night is laughing in the dark. Wenn das jemand zu euch sagt, so, hey, ihr klingt wie eine Band aus UK, wie fühlt ihr euch dabei? Na, wir finden es eigentlich cool, aus Hamm zu kommen. Und es hat sich ja sowieso auch eigentlich total gedreht. Also, dass Musik, Popmusik nur noch aus UK oder den Staaten kommt, das ist ja eigentlich auch schon lange keine Realität mehr, sondern Musik kommt von der ganzen Welt. 2005. Ja, und so sind wir halt auch aufgewachsen in dem Bewusstsein. Und deswegen ging es halt uns immer wenig um Länder oder keine Ahnung, sondern eher um die Sprache und einfach die Musik als solche. Was mir heute passiert ist, ich habe ein Bild gepostet, wo wir zusammen drauf sind, ja. Habe euch vertaggt und dann habe ich gesehen, das Bild wurde geliked von einem Giant Rooks Fanclub auf Instagram. Und Fanclub, ja, also dann habe ich auch noch mal auf eure Instagram-Followerzahl geguckt. Ich glaube, ihr seid so bei 36.000 Leuten. Ich würde jetzt mal vorsichtig bezeichnen, ihr habt ja in gewisser Weise eine Art Fame jetzt inzwischen. Wie findet ihr das und wie geht ihr damit um?
Also so fühle ich mich auf jeden Fall überhaupt nicht. Keine Ahnung. Es ist schwierig, darauf zu antworten, weil ich das überhaupt nicht fühle. Okay. Keine Ahnung. Also auch nicht so, dass es euch im privaten Leben beeinflusst, irgendwie, dass mal jemand zu euch kommt, so, ey, ihr seid doch, du bist doch von den Giant Rooks, voll geil, kann ich ein Foto machen. Zum Beispiel, bevor wir nach Berlin gezogen sind, sind wir über den Alexanderplatz gelaufen und dann hat da halt einer über den Alexanderplatz irgendwie Giant Rooks gerufen. So. Das ist halt sau lustig. Ja. Aber es ist nicht unangenehm oder so. Okay, das ist schön zu hören. Könnt ihr euch den Erfolg in England erklären? Habt ihr da eine Theorie, eine Erklärung? Also Erklärung, weiß ich nicht, ist keine Erklärung, aber wir wollten das von Anfang an total gerne. Und wir haben von Anfang an eigentlich auch, sind wir halt hierher gefahren, teilweise 20 Stunden, um halt ein Konzert in, ich weiß nicht, wo für es 20, war. Für 20 Minuten. In Sheffield für 20 Minuten halt zu spielen, dann wieder 20 Stunden zurück. Und das haben wir halt von Anfang an gemacht. Ja. Also wir haben immer eigentlich bis zur letzten Tour, die wir hier gespielt haben, immer draufgezahlt und haben sehr, sehr viele hier rein investiert. Was man ja ruhig, glaube ich, so sagen kann. Und weil uns das halt auch so wichtig war und weil wir das unbedingt machen wollten. Und jetzt mittlerweile merken wir halt, dass sich das gelohnt hat. Wie findet ihr denn die englischen Fans? Wie würdet ihr den englischen Fan so beschreiben? Die sind extremst passioniert. Also das ist richtig krass, wie viel Energie und Freude die mitbringen. Das ist wirklich heftig. Wie viel Vorfreude die vor allem mitbringen, bevor das Konzert losgeht, merkt man das schon. Weil die hier auch schon für die Vorbands von Anfang an dabei sind und zum Ende bleiben. Wie ist es denn so, also endlich jetzt auch mal von Muttersprachlern diese Musik vorzuführen? Ist man da irgendwie, fühlt sich das anders an? Mittlerweile nicht mehr, finde ich. Aber am Anfang war das richtig heftig aufregend. Gerade für mich, weil ich ja auch singe und auch mit den Leuten spreche. Und ich weiß auf jeden Fall, wir sagen immer ganz gerne Arschflattern. Arschflattern? Arschflattern? Sorry, ich wollte das nicht sagen, aber. Das müsst ihr erklären, wieso Arschflattern? Ich weiß nicht, kommt das vielleicht aus Hamm oder so? Arschflattern hatten wir auf jeden Fall so bei den ersten Auftritten hier in England. Und mittlerweile genießen wir es einfach nur noch voll. Und es ist total schön, hier spielen zu dürfen. So ging es beim Giant Rooks Konzert in Manchester ab und ähnlich euphorisch war die Stimmung bei ihrem Konzert hier auf dem Puls Open Air 2019. Und jetzt kommt die zweite Hälfte dieses Konzerts aus dieser Arena auf Schloss Kaltenberg. Habt ihr eine gute Zeit? Habt ihr Bock, euch ein bisschen zu bewegen? Hey! Habt ihr Bock zu tanzen? I've got to tell you what I've seen.
about the darkest coffins that have been. In the end it will all be fine, because my heart was old and wise that night. To the belly tongue in front of the wall, still the same that we sang 100 years before. Streets of children and I've got to run, because my hand is with just behind me. Sunshine, sun, my night kids love to sing in the dark, hoping they will not find my past. Sunshine, my night kids, the other birds forget how to sing. Is the other birds forget how to sing. Oh, chant, chant, my nightingales. The other birds forget how to sing.
Sam, vielen Dank. Super nice, danke schön. Ey, wir haben im letzten Winter so ein paar Monate lang überhaupt keine Live-Konzerte gegeben, was für uns relativ unüblich ist, weil wir sonst irgendwie fast jeden Tag auf der Bühne standen und jetzt gerade auch schon wieder stehen. Und wir haben diese Zeit genutzt, neue Songs zu schreiben und die gleichzeitig aufzunehmen. Und vor ungefähr einem Monat haben wir diese Songs veröffentlicht in der Form einer EP, der Wild Stare EP. Vielleicht hat irgendjemand die auch schon gehört. Und nice. Und wir würden gerne einen Song von dieser EP spielen. Wenn ihr den Songtext kennt, wenn ihr den Song kennt, singt so laut mit, wie ihr könnt. Wenn ihr keine Ahnung habt, dann könnt ihr auch einfach das singen, was ihr versteht. Ey, es macht richtig viel Spaß mit euch. Vielen, vielen Dank, Damon. Whenever we fall, we're standing apart. Life stands, the dust falls. Time is the gift, praying for the folk to lift. Full joy from my trust soul. I get high, say bye-bye, no. Lately, I sat through the mirror. We deny, push it on. That time. Till I shiver. We deny, push it on. Cause we don't say no, wherever we go, whenever we doubt, we steady apart. Cause we don't say no, whenever we start, whenever we fall. To lift full joy for my trust soul.
Seid ihr noch am Start? Ey, wir haben Finn Spieler, seine Gitarre. Johnny am Synthesizer. Finbo und Drums. Und Luke am Bass. Wir sind Giant Rooks, wir haben noch zwei Songs für euch und der nächste heißt New Estate.
wir haben noch einen Song für euch. Das ist unser letzter Song. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Wir kommen sehr, sehr gerne wieder, wenn wir dürfen. Habt noch ein schönes Festival. Genießt es. So herrliches Wetter. Super Bands. Und ihr seid mega gut drauf. Dankeschön. Bis bald. Ciao. Mia and Kira. Seaside, I lay my head against the surge of today's world. The warm colors you spread through my house and my rooms when this is the earth. You would ask me now to drown deep, I'm feeling just too close to you in fear. And rethinking of life stories, the fever keeps surrounding me and you, oh me and you. Some sense into this mess all around me. Warm colors you spread through my house and my rooms. Well, this is the world. You would ask me not to drown deep, I'm feeling just too close to you in fear. This is for this mess to rearrange. This is for days to come. You hold it in your hands. A desolation leads me again and again, my dear.
Das waren die Giant Rooks live auf dem Puls Open Air 2019. Und wer noch mehr von den Jungs sehen möchte, der checkt einfach unseren YouTube-Kanal Puls Musik aus. Vielen Dank und ciao.